Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Wir haben heute ein Wort gewählt, Glutation. Man hört das heute immer wieder. Es ist meiner Meinung nach ein großer Hype darum. Was ist das eigentlich ganz genau und wieso ist dieser Hype da? Ist er berechtigt oder nicht berechtigt? Das möchte ich heute ein guter Freund unseres Hauses fragen. Er ist mein persönlicher Mentor, hat mich auf die Gesundheitsschiene gebracht, der Dr. Heinz Reinwald. Wir sind gleich für Sie da. Bleiben Sie dran. Lieber Dr. Heinz Reinwald, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Alex, die Einladung. Ich bin immer gerne hier auf Schloss Wachtensee mit dem schönen Blick über den Bodensee. Ja. Ich glaube, mit dir habe ich meine ersten Interviews gemacht. Vor vielen, vielen Jahren, weißt du noch? Ja, wir werden gemeinsam alt, gell? Ja. Go grau. Du wirst unten grau, ich will oben grau. Ja, ist dieses Wort Glutation, spricht das richtig aus? Ist das ein Hype aus deiner Sicht oder ist es eine berechtigte Sichtweise, hier Aufmerksamkeit zu schenken? Ja, es ist auf jeden Fall berechtigt, dieser Substanz, der wichtigsten körpereigenen Entgiftungssubstanz und Antioxidanz in unserem Körper, mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Und es ist in der Tat gut, dass das im Moment geschieht, denn in meinen Seminaren, Entgiftungsseminaren, spreche ich über die verschiedenen Synthesewege von Glutathion schon seit vielen Jahren, aber eben nur vor Fachpublikum. Mhm. Und ich bin froh, dass das jetzt ein bisschen in die breitere Öffentlichkeit tritt, so wie Vitamin C oder andere Vitamine, Vitamin B und so weiter. Und es ist gut, es ist auf den ersten Blick kompliziert, auch auf den zweiten Blick, aber wenn man die Basis, die Grundlagen dieser Substanz versteht, die, wie gesagt, in allen unseren Zellen vorhanden ist und die höchsten Glutathionspiegel sind in der Leber, in der Bauchspeicheldrüse, in der Milz, in den Nieren und in den Augen. Also der Körper produziert selber. Der Körper kann das selbst produzieren, vorausgesetzt er hat die entsprechenden Kofaktoren dazu, die er braucht, nicht? Und das wäre vielleicht jetzt mal ein bisschen die Zeit, darüber zu sprechen, was denn für die Synthese, die Eigensynthese zunächst mal, aber auch die Zuführung über Nahrung bzw. Nahrungsergänzungsmittel alles bewirken kann. Das heißt, ich kann das begünstigen, dass der Körper mehr Glutation produziert, das heißt, meine körpereigene Entgiftung durch das gestärkt wird, indem ich diese Kofaktoren zufüge. Nicht nur Kofaktoren, nicht, sondern auch die eigene Synthese mit den entsprechenden Bausteinen, die dafür notwendig sind. Also gibt es denn nur eine Glutation oder gibt es verschiedene Glutationen? Langsam, jetzt das ist jetzt vielleicht zu früh, über das zu sprechen. Wir müssen ja erst mal die Grundlagen und die Strukturen schaffen, um zu verstehen, was Glutation eigentlich ist. Ne? Warum ist es in den Augen so prominent? Nun, weil die Augen am meisten oxidativen Schaden ausgesetzt sind durch Licht, UV-Licht. Ja. Und deswegen ist es dort so hoch konzentriert, der Spiegel von Glutathion. Und du hast gerade die Frage gestellt, wie können wir den Glutathionspiegel verbessern? Ich würde die umgekehrte Frage stellen, was führt denn zu dieser Glutathionerschöpfung? Denn wir haben ja bei fast allen Erkrankungen eine Glutathionerschöpfung assoziiert. Nicht? Alle Erkrankungen sind gleichzeitig mit der Erschöpfung dieses Glutathionpools in Verbindung stehend. Das, warte mal, da muss ich noch studieren. Das würde ja bedeuten, jede Krankheit hat mit einer mangelnden Entgiftung einen Zusammenhang. Ja, genau, richtig. Okay. Und es geht noch weiter. Es gibt Studien über 100-Jährige im Vergleich mit 60- bis 70-Jährigen. Und man hat festgestellt, dass die über 100-Jährigen den höchsten Glutathionspiegel haben, im Vergleich sogar noch zu den um 30 Jahre Jüngeren. Und unter den 100-Jährigen waren die am ältesten, nämlich die 105- und 106-Jährigen, wiederum diejenigen, die unter den 100-Jährigen die höchsten Glutathionspiegel hatten. Also Glutathion ist von außerordentlicher Bedeutung für die körpereigene Entgiftung. Und ich bin sehr froh, dass dieser Hype im Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit endlich da ist. Ja? Aber dann heißt es ja auch nochmals, bessere Entgiftung heißt längeres Leben. Genau. Längeres, gesundes Leben. Ja. Wichtig ist
Längeres Siechtum will ich ja nicht. Ne? Längeres gesundes Leben. Aber was ist Glutathion? Glutathion ist ein Tripeptid, ein Molekül, das aus drei Aminosäuren besteht. Nicht? Und diese drei Aminosäuren, das sind, also ist die Glutaminsäure, L-Glutamat, das ist Cystein. Cystein ist besonders wichtig, weil Cystein die einzige schwefelhaltige Aminosäure ist, die eine freie Thiolgruppe, Schwefelgruppe abgeben kann. Und dann ist die dritte Aminosäure ist noch Glycin. Und in der Verbindung dieser drei, das Tripeptid. Darf ich schnell die Folie zeigen? Das ist die Synthese. So stellt unser Körper GSH ist die Abkürzung. Ich komme da noch drauf. Das ist ein bisschen kompliziert am Anfang. Ich sage das dann noch gleich. Wir haben hier die Glutaminsäure, L-Glutamat, Cystein. Das geht über die Glutamat-Cystein-Synthetase und über den Verbrauch von Energie verbindet sich das zu Gamma-Glutamat-Cystein. Dann in einem nächsten Schritt verbindet sich über die Glutathion-Synthetase Glycin dazu und es wird Glutathion gebildet. Das ist eigentlich nicht ganz korrekt, denn am Schluss müsste statt Glutathion eigentlich dieses Tripeptid stehen. Denn erst dann, und dieses Tripeptid gibt es nämlich in zwei Formen in unserem Körper, einmal in einer sogenannten oxidierten Form und einmal in einer reduzierten Form. Die reduzierte Form ist die eigentlich aktive für unseren Entgiftungsprozess. Aber wenn sie dann reagiert mit einem Toxin, dann verliert sie ein Elektron, muss sie ein Elektron abgeben und dann oxidiert sie. Und in oxidierter Form heißt es GSG, Glutathion, Disulfid, also zwei Schwefelgruppen und nochmal Glutathion. Das heißt, aus dieser oxidierten Form kann der Körper dann über Recycling, wenn er die Kofaktoren hat, wie zum Beispiel Antioxidantien, wie aktiven Wasserstoff, entsprechende NADH, NADH+, NADHH, FAD und so weiter, diese ganzen Reduktionsäquivalente, diese ganzen Antioxidantien, die dann dieses GSSG wieder recyceln und wieder zu GSH machen, nämlich Glutathionsulfhydril. Das ist die reduzierte Form dieses Tripeptids. Und es gibt dann zwei, nochmal wiederholen, eine reduzierte Form GSH und eine oxidierte Form. Das Verhältnis sollte im Idealfall 99:1 im Körper sein. Und man kann über die Messung des Verhältnisses dieser beiden Glutathionformen, wie sie im Körper vorkommen, wie sie der Körper synthetisiert, und über die Prozesse des Oxidierens und Reduzierens wieder herstellt, kann man den Zustand, den Krankheitszustand, den Zustand der antioxidativen Kapazität im Körper feststellen. Also das ist ein wichtiger Bestandteil unserer Diagnostik. Entzündung ist ja eigentlich die große Volkskrankheit. Und du sagst jetzt gerade, durch das Feststellen dieser zwei Parameter kann man eigentlich den Krankheitszustand messen. Kann ich den antioxidativen Kapazitätszustand messen? Ja. Die Entzündungen messen wir anders. Gehen die Entzündungen weiter runter, oder? Ja, ich kann natürlich, das ist ein wesentlicher, hat einen wesentlichen Anteil der Reduktion von Entzündungen über die Entgiftung. Denn der Trigger für Entzündungen sind ja meistens Toxine. Nicht? Die Entzündungsmarker, die wir verwenden, sind entweder C-reaktives Protein, der ist mir als Heilpraktiker zu grob. Ich verwende fast ausschließlich das hochsensitive C-reaktive Protein. Nicht? Aber wir sollten nochmal zu GSH bzw. GSSG zurückkommen. Das ist der Syntheseweg, den der Körper braucht mit den Kofaktoren Energie, Reduktionsäquivalente, Antioxidantien, um dieses Molekül zu bauen. Jetzt hat er aber noch andere Synthesewege. Wir können ihn
zum Beispiel bauen über die Schiene des schwefelhaltigen Aminosäurebausteins L-Methionin. Ja, da geht der Stoffwechselweg L-Methionin, S-Adenyl-Methionin, Homocystein, ein wichtiger Marker auch für Herzerkrankungen, hin zu Cystein. Also das heißt, über die Aufnahme von guter Eiweißnahrung, und hier sind wir wieder bei den Aminosäuren, liefere ich die Grundbausteine für die Bildung dieser nicht essentiellen Aminosäure Cystein aus der schwefelhaltigen Aminosäure L-Methionin. Das heißt, wenn ich diesen Stoffwechselweg mit den Kofaktoren versorge, und hier sind wir wieder bei den Vitaminen, hier sind wir wieder bei der Vitamin-B-Gruppe, bei Selen und so weiter, dann kann der Körper dieses Glutathion selbst verbessert herstellen. Wir nehmen das Glutathion natürlich auch über die Nahrung auf. Zum Beispiel über Fleisch, Fisch, Geflügel, aber auch in Gemüse, in bestimmten Knoblauch-, Lauchgemüsen ist auch Glutathion vorhanden. Was unsere körpereigene Entgiftung fördert. Ja, das wissen wir ja. Nochmals zusammenfassen. Das wissen wir ja, dass zum Beispiel die ganzen Lauchgemüse Thiolgruppen spenden. Und Schwefel, der Teufel holt die Gifte, ja, brauchen wir natürlich für diese ganzen Stoffwechselwege. Und es gibt ja jetzt in der Szene, in der etwas, sagen wir mal, beleseneren kompetenteren Szene, gibt es ja die Diskussion um die verschiedenen Formen der Aufnahme, der externen Aufnahme von Glutathion. Ja, man kann sie auch kaufen, Glutathion, oder? Ah ja, hier haben wir jetzt über die Stoffwechselwege im Körper gesprochen, einmal den Methionin-Sam-Cystein-Weg zur Unterstützung, einmal das Recycling über antioxidative Förderung der Kofaktoren. Und jetzt müssen wir auch noch, er kann natürlich auch aus den Dipeptiden dieses Glutathion bauen, also aus den Dipeptiden Cystein-Glutaminsäure und aus dem Glutamin-Glycin. Dipeptid. Ja, das ist ja viel zu kompliziert. Aber, ja. Aber wie gesagt, das waren die internen Wege, wie der Körper das baut. Ja. Und es ist so bedeutsam, dass er das eben auf verschiedene Wege baut. Nicht? Aber du hast vorhin auch noch gesagt, vielleicht habe ich es falsch verstanden, dass die essentiellen Aminosäuren mit dem Zuführen ebenfalls am Körper diese Kofaktoren, die Basis geben, es selbst selbstverständlich. Produzieren. Selbstverständlich. Das ist ja eines der Probleme von Vegetariern und Veganern, dass diese schwefelhaltige Aminosäure, die ja hauptsächlich in tierischen Produkten vorkommt, zu wenig kriegen. Das heißt, die entgiften dann aber mit der Zeit auch ganz schlecht. Ja, klar. Weil nämlich Methionin einer der zentralen Bausteine für diesen Stoffwechselweg, den ich gerade genannt habe, ist. Und der Stoffwechselweg ist klar. L-Methionin, S-Adenyl-Methionin, Homocystein, Cystein, Glutathion. Nicht? Und Kofaktoren, Vitamine, Folsäure und so weiter und so fort. Wenn der zum Beispiel blockiert ist durch Quecksilber, der sich an die Bindestellen setzt, wo die Kofaktoren benötigt werden, dann ist auch dieser Stoffwechselweg gestört. Deswegen, um dem auszuweichen, hat der Körper mehrere Möglichkeiten, Glutathion über viele Wege führen nach Rom, in dem Fall Glutathion, zu bauen. Aber, und das ist wichtig, wir können es auch extern einnehmen. Und da haben wir einmal über die Nahrung und einmal können wir es als Nahrungsergänzung einnehmen. Einmal können wir die Vorstufenaufnahme, zum Beispiel N-Acetylcystein, können wir einnehmen, um das zu verbessern. Und die große Diskussion, die im Moment herrscht und die meiner Meinung nach auf einer völligen Unkenntnis der wirklichen Sachlage besteht, ist die Frage S-Acetylglutathion, liposomales Glutathion oder normales Glutathion. Da ist die Diskussion am Brennen und da werden viele Leute leider in die Irre geführt. Das heißt, sie kaufen ein Produkt, das nicht wirkt? Doch, die wirken alle. Aha. Die wirken alle, nur sie sind unterschiedlich teuer. Mhm. Ne? S-Acetyl-Glutathion ist ein Marketing-Gag von Ölschläger aus den vor 20 Jahren und oder 30 Jahren und das liposomale Glutathion, das ist gut, aber es ist sehr teuer und es ist nicht nötig. Warum ist es nicht nötig? Ja, weil der Körper nicht dumm ist.
Weil unser Körper hochintelligent ist. Er wird doch nicht hergehen und eine so intelligent gebaute, so wichtige Substanz zerstören über den Magen. Nicht? Das ist nämlich die Diskussion, dass das zerlegt wird. Drin. Genau, dass das zerlegt wird in die einzelnen Aminosäuren. Mhm. Aber dazu ist das Ding zu schlau. Denn bei der Verbindung von Cystein und Glutaminsäure schützt die dabei vorhandene Gamma-Carboxylgruppe das Glutathion vor der Hydrolyse. Also der Körper hat es so gebaut, oder die Natur hat es so gebaut, dass es geschützt wird vor der Hydrolyse im Magen. Okay. Ja? Sonst könnte ich es ja auch nicht über die Leber aufessen, wo sie in großen Mengen vorhanden ist. Mhm, logisch. Oder über die Nieren. Das ja. muss doch logisch sein. Ja, völlig. Nicht, dass er nicht alles zerkleinert, sondern er lässt die Dinge, die wertvoll sind, die Bakterien, die das organisieren, sind noch nicht doof. Das Mikrobiom ist intelligent. Mhm. Viel intelligenter als der Wirt, der da mit denen rumläuft. Und deswegen baut er es nicht in, zerhackstückt er es nicht. Und es gibt zahlreiche Studien, die das nachweisen. Mit einer oralen Supplementation habe ich entsprechende Erhöhung der Glutathionspiegel. Nun gibt es auch inzwischen Studien über liposomales Glutathion. Habe ich mir angeguckt. Wo ist das Problem? Naja, die beschreiben den Anstieg der Glutathionspiegel in der Zelle. Gut, ich hätte es ja auch nicht anders erwartet. Aber sie haben keine Kontrollgruppe. Ja, wenn das nicht ein Marketing-Gag wäre, hätten sie hergehen müssen und sagen, was passiert, wenn ich die gleiche Menge an zum Beispiel mikroverkapselten Glutathion nehme, das im Dünndarm aufgeht. Und was passiert mit S-Acetylglutathion? Gibt's nicht. Nur dann könnte ich sagen, das ist besser als das andere. Mhm. Aber wir können wirklich sagen, Glutathion an sich ist oral verfügbar. Ich muss natürlich relativ hohe Mengen nehmen. Das ist der Grund, warum die Schulmediziner oder die Mediziner und auch die Naturheilpraktiker immer bevorzugt intravenös das gegeben haben. Ach so, okay. Aber trotzdem sehe ich überall in den Nahrungsergänzungsmittelbereichen, dass immer mehr dieses Glutathion verkauft wird. Ja. In welcher Form? Habe ich jetzt nie gelesen, was da drauf steht? Ja, wir haben jetzt eins entwickelt, das wir demnächst auf den Markt bringen. Das ist, wir haben lange diskutiert, mit unserem Lebensmittelchemiker, und das ist ein Mann, der was davon versteht, der hat dieses wunderbare Buch geschrieben, Zellschutz, Entgiftung, Prävention, die gesundheitliche Bedeutung von Glutathion, von Dr. Udo Böhm und Friedrich Reuß. Friedrich Reuß ist unser Lebensmittelchemiker und Gutachter. Ist ein Mann, der wirklich Ahnung hat. Und ich kann das jedem empfehlen, der ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen will, muss allerdings mit Formeln umgehen können. Mhm. Und Biochemie, sonst ist das nicht lesbar. Ne? Aber fassen wir nochmals zusammen, so mit meinem Verständnis, ohne große Formeln. Glutathion ist sehr bedeutsam und wichtig für die körpereigene Entgiftung. Richtig. Gut, Entgiftung, wir wissen, wir kriegen heute immer mehr Giftstoffe, Fremdstoffe zu uns, die der Körper in noch mehr herausschieben muss. Also eine Unterstützung des Körpers zur Entgiftung ist sinnvoll. Ja. Kann ich machen über diesen zweiten Weg, über die Zuführung von essentiellen Aminosäuren, außer die Vergiftung ist so stark, dass diese Verbindungskette gebrochen ist und es nicht geht. Ja, sagen wir mal so, in dem Moment, in dem dieser L-Methionin-SAM-Homocystein-Cystein-Stoffwechselweg gestört ist durch Quecksilber, ist da eine Blockade. Da also, geht dieser Weg nicht. Richtig, und da muss ich mit anderen Hilfsmitteln zusätzlich entgiften und eventuell noch zusätzlich Glutathion zuführen, ja. Das machen wir ja auch. Das machen wir ja auch bei der Protokollentgiftung, dass wir mit einer Provokation reingehen über DMPS, DMSA und entsprechenden Kofaktoren, um die Nebenwirkungen der doch recht aggressiven Chelatoren zu puffern. Vor allem machen wir das mit den niedermolekularen Bektinen, um einfach die Nebenwirkungen zu puffern. Und dann geben wir auch noch intravenös Glutathion. Aber
genau das hat jetzt zum Beispiel bei mir gefehlt in Gift und habe das ja auch anfangs gemacht mit der MSO, intravenös die ganzen Entgiftungen. Ja. Da habe ich von keine Infusion zu Glutation gekriegt. Ja, wir machen das immer noch dazu. Aber es ist ja wichtig. Ich habe meinen Kollegen vielfach schon angeboten, die können mein Protokoll haben. Ich sitze auf keinem Herrschaftswissen. Ich verdiene da auch nichts dran, denn 95% der Mittelchen, die da drin sind, die kriegt man nur in der Apotheke. Aber ich habe jahrelang daran gearbeitet, die Nebenwirkungen dieses doch durchaus aggressiven, mobilisierenden Provokationsprotokolls zu verbessern, um die Nebenwirkungen zu puffern. Da haben wir ja schon mal ein bisschen drüber gesprochen in einer anderen Sendung. Und eines der wichtigen Dinge, die da beachtet werden müssen, ist einfach, dass bei der Entgiftung mit synthetischen Chelatoren das saure Milieu im Urogenitaltrakt beachtet werden muss. Denn das kann zu einer Rückresorption der Toxine und zum Ausfällen der Toxine und zu nephrotoxischen Problemen führen. Habe ich natürlich nichts verstanden. Ja, okay, also Nierenvergiftung, das kann zu Nierenvergiftung, die Toxine, die mobilisieren und tragen, die sind zwar gebunden, aber sie können in anderen Milieuzuständen wieder gelöst werden und werden rückresorbiert. Und manchmal auch können sie ausfällen und dann gelangen sie ins Nierengewebe. Und das nennt man nephrotoxische Überlastung. Und um das zu verhindern, habe ich ein Protokoll entwickelt, das zu einer Alkalisierung des Urins oder der abführenden Organe im Urogenitaltrakt führt und gleichzeitig eine hohe Bindequalität aufweist, so dass ich die positiven Eigenschaften der synthetischen Chelatoren, nämlich ihre ungeheure Mobilisationskraft, mit den positiven Eigenschaften der Mikropektine verbinde. Die Mikropektine haben nicht so eine Mobilisationskraft, aber eine enorme Bindekraft und sie binden auch und vor allem im sauren Milieu. Und das ist ihr Vorteil. Und dieser Vorteil, den habe ich verknüpft mit den Vorteilen der synthetischen Chelatoren, so dass ich da eine Einheit habe. Und ich habe selbst bei hohen Dosierungen von DMBS habe ich nie Nebenwirkungen bei Patienten. Bis jetzt noch nicht erlebt. Kein Herxheimer, nichts. Nochmals zurück zu dem Glutation. Ist es für jeden Menschen sinnvoll, heutzutage diesen Spiegel möglichst mit Supplementierungen hochzuhalten? Naja, sagen wir mal so, angesichts von Corona-Zeiten, angesichts von Chemtrails, angesichts von einer Vergiftung, wie wir sie noch nie in der Umwelt hatten, es leiden ja nicht nur die Vögel und die Tiere, sondern es leidet ja auch der Mensch, ist es empfehlenswert. Wer ganz sicher sein will, der soll einfach mal seinen AOK-Status messen. Das ist gar nicht so teuer. Und er kann auch seinen Glutathion-Status messen und dann sehen, was er tut. Ich würde jetzt nicht einfach blind drauf loslegen. Wer möchte prophylaktisch, kann das regelmäßig zu seiner Nahrung dazuführen, weil wir heute mit Sicherheit auch nicht mehr genügend Glutathion über die Nahrung zuführen, nicht? Das kommt ja dazu. Wir haben Glutathion zerfällt sehr leicht und durch die lange Lagerung, Verpackung und so weiter, Transport und etc. Ist immer weniger Glutathion vorhanden und Fachleute sagen, dass wir eigentlich 250 bis 300 Milligramm am Tag bräuchten, aber nur 50 bis 60 Milligramm am Tag präventiv zu uns nehmen. Ja? Ich sage, ich würde eher auf 600 Milligramm am Tag gehen, wenn ich präventiv arbeite. In Kurphasen durchaus 2 bis 3000 Milligramm. Jetzt gibt's Kollegen, die sagen, ja, es gibt Nebenwirkungen, zum Beispiel Hautausschlag, Juckreiz. Die haben nicht verstanden, was da los ist. Natürlich entgiftet dann der Körper, wenn ich Glutathion habe und entgiften kann. Und natürlich versucht er dann, die Gifte auch über die Haut auszuscheiden und dann habe ich halt einen Juckreiz. Und ist ja super, oder? Nicht, ja, ich kann das dann nur als Entgiftungsreaktion, da sage ich ja, Mama mia, es geschieht was. Ne? Aber die
ordnen Dinge, natürliche Dinge. Ich meine, was haben denn die antiken Ärzte gemacht? Die haben dem zum Brechen, zum Kacken, zum Durchfall, loslassen, raus. Bulgatorische Maßnahmen hat man das genannt, nicht? Mhm. Und wir, bei jedem kleinen Ekzem drehen wir schon durch. Ja, also ja, der Körper entgiftet, was macht er denn da? Nicht? Aber nochmals, jetzt für mein Verständnis ist eigentlich Glutation in der Umweltsituation, wie wir uns heute befinden, eine sehr zentrale Schlüsselsubstanz, die uns eigentlich vor dem Überlappen des Fasses mit Müll bewahren kann. Ja. Selbstverständlich. Und wir haben wieder eins entwickelt. Meine Strategie ist ja nicht Monosubstanz. Meine Strategie ist, wenn man anschaut, was wir alles brauchen, ist die Strategie der Komplexmittel. Mhm. Denn ich brauche die Kofaktoren. Und wenn ich die Kofaktoren unterstütze, erleichtere ich dem Organismus, die Dinge zu bauen, die er braucht. Nicht? Die limitierenden Faktoren sind auszuschalten. Die limitierenden Faktoren sind immer Energie, weil alles, was ich synthetisiere im Organismus, benötigt ATP, Energie, körpereigene Energie. Aber noch die andere Frage, wenn ich ja jetzt einfach supplementiere, Glutation, kann das denn auch sein, dass der Körper zu viel hat und seine Eigenproduktion runterfährt? Ja, das hat man früher gedacht, aber das ist nicht der Fall. Auch darüber gibt es inzwischen Studien. Ich würde allerdings, und jetzt diese Diskussion möchte ich noch aufmachen, dieses Fass muss ich aufmachen, wenn ich Verantwortung habe, übernehmen will. Ich würde Glutathion nicht bei den sogenannten großen Redoseerkrankungen nehmen. Und das ist Krebs und Psoriasis. Warum? Weil ich dort eine oxidative Therapiestrategie brauche. Vor allem bei Krebsarten, bei Tumoren, die schon ein höheres Staging haben. In den Anfängen, wenn man es früh genug erkennt, kann ich noch antioxidativ rangehen mit Glutathion und Entgiftung, aber nicht im fortgeschrittenen Staging, denn da ist der Tumor eine reine Glutathionburg. Ah, dann füttere ich. Er schützt sich mit Glutathion und er kann das selbst bauen über den Pentosephosphatweg. Mhm. Ja? Und das muss ich als Therapeut wissen, dass ich da nicht mit einer antioxidativen Strategie rein darf, sondern oxidativ. In die Sonne, in den Sport. Ne? Wie der Fahrradfahrer Armstrong. Wer weiß das? Professor John Ionesco, meine Kollegen, die mit mir zusammenarbeiten, wir führen da durchaus harte Debatten mit der antioxidativen Fraktion. Ich darf jetzt nur an Herrn Dr. Kalker erinnern. Ja, CDR. Das ist eine oxidative Strategie. Mhm. Was mir fehlt bei Kalker ist die Balance. Ich sage, ja, Herr Kalker, toll, wunderbar, Sauerstoff, oxidativ. Aber ich muss das puffern. Ich kann nicht einfach nur einseitig denken. Unser Leben ist ein Fließgleichgewicht. Die Natur ist ein Fließgleichgewicht in immer neuen Zuständen. Ich kann nicht sagen, entweder oder. Ich muss im sowohl als auch Kategorien denken. Und das fehlt mir bei den Leuten etwas, dass sie das nicht differenzieren. Und das muss ich aber differenzieren. Natürlich braucht dieser Patient Glutathion in den anderen Zellen. Natürlich muss der entgiftet werden. Der hat Schwermetall ohne Ende drin. Das haben wir ja in den Tumorgeweben nachweisen können. Professor Ionesco hat das ja mehrfach auf Kongressen und auch in Papers publiziert. Aber ich kann den nicht entgiften, wenn ich eine Tumorstrategie-Therapie mache. Das hält der nicht aus. Alleine der Zerfall des Tumorgewebes und das in den Tumorgeweben befindliche Schwermetall ist Toxinbelastung genug. Und das muss man differenzieren, wenn man solche Dinge angeht. Und das geschieht leider viel zu wenig, weil sie entweder zur Sekte der Antioxidantien gehören oder zur Sekte der Oxidantien. Natur ist Balance. Ja. Und ich muss es pro Patient, pro Erkrankung, pro Fall abwägen. Danke, lieber Heinz, für diese Erläuterungen.
und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie sehen, ich habe zu Recht einen Mentor gefunden, wie den Dr. Heinz Reinwald. Ich glaube, um diese Sendung vollständig zu verstehen, muss ich mir die noch 20 Mal anhören und vielleicht noch ein paar Seminare bei ihm besuchen, was auch immer. Aber das ist natürlich hohe Kunst jetzt gerade gewesen und ich hoffe, ein paar Zuschauer haben alles verstanden. Aber unterm Strich, meine einfachen Zusammenfassungen waren doch ziemlich klar. Ja, wie immer. Ist sehr, sehr gut. Bedeutsam. Der Übersetzer ist wichtig. Ja, ich muss es ja noch selbst ein bisschen verstehen, oder? In diesem Sinne, danke ganz herzlich und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.